Und herzlich willkommen zurück zu Risen 3 Titan Lords hier auf Taranis. Ich wollte schon sagen Kiel, aber das sind wir gar nicht mehr. Wir sind mal wieder auf Taranis hier im Magierlager. Wollten uns einfach mal wieder zu Hause fühlen, ein bisschen umschauen, weil wir auf Kiel irgendwie den Faden verloren hatten. Dachten mal, schauen wir erstmal, was es sonst noch so zu entdecken gibt. Vielleicht können wir mit dem lieben Magnus meinte ich. Aber die Prüfung bestanden, okay. Der Gute am Strand ist tot, das haben wir ihm noch gar nicht gesagt. Beeindruckend. Richtig. Wenn dir alle Prüfungen so leicht von der Hand gehen. Solltest du vielleicht die Kadetten unterrichten? Danke. Aber lieber... Schätze dir es... Kannst du mir den Trick mit dem Golem erklären? Nur wenigen ist es bestimmt, derartige Wesen zu formen. Diese Kunst erfordert ein intensives Studium und einen großen Vorrat an Kristallen. Doch ich spüre, dass deinem Geist nicht die Zeit bleibt, derartiges zu lernen. Ich gehe Universität... Dann studiere ich das. Hast du noch weitere Prüfungen auf Lager? Ja, das wäre gut. Du bist ja richtig ambitioniert. Ich bin richtig ambitioniert. Scheint, als hätte ich mich in dir geirrt. Sei es wie es will, ich habe eine weitere Aufgabe für dich. Da die Ausbildung der Rekruten viel Zeit erfordert, kommen meine Forschungen nur schleppend voran. Ein Adjutant wäre somit genau das Richtige. Adjutant? Ich? Warum nicht? Ich schau mal lieber. Herrje! Was du im Kampf den anderen voraus hast, scheint an anderer Stelle zu fehlen. Als Adjutant wärst du meine rechte Hand und würdest mich bei meinen Forschungen unterstützen. Sag einfach, was es zu tun gibt. Wenn es mir, ich meine, wenn es uns gelänge, dann... Ich mach den Pass. Mit diesen Proben könnte ich einen Angriffszauber konzipieren, der auch dir helfen sollte. Klingt schon besser. Nicht wahr? Also geh und mach dich auf die Suche. Nun, hier in den Wasserfässern zu fischen reicht nicht. Die Beschaffenheit des Wassers ist der Trick. Halt auf Taranis einfach nach ehemaligen Wasserstellen meiner Gnome Ausschau. Such am Südoststrand, beim großen Wasserfall und im toten Hinterland von Taranis. Ist irgendwas mit den Gnomen passiert, die das Wasser holen sollten? Du kriegst doch jetzt nicht etwa kalte Füße, oder? Aber... Okay. Haben wir die Quest? Ob wir das machen? Sehen wir dann. Das ist ja immer so eine Sache. Wenn da einige Quests unnötig sind und die auch keinen Spaß machen, warum sollte man die machen? Aber ich versuche schon möglichst viele zu machen. Wir sind in einem Let's Play, da will ich mal nicht so faul sein. Da muss ich mal ein bisschen mehr, muss ich mir selbst in den Arsch treten und sagen, ey, halt's Maul! Irgendetwas hat sich geändert in den letzten Tagen. Die Schatten wagen sich schon bis vor unsere Mauern. Wenn da nicht schon wieder einer dieser Schattenlords dahinter steckt. Verdammte Schatten. Verbreiten sich immer weiter. Vielleicht hättest du dich etwas zusammenreißen sollen. Willst du damit sagen, dass ich daran schuld bin? Ich weiß nicht, wie genau dein verlorener Geist in das Schicksal dieser Welt verwoben wurde. Wenn sich herausstellt, dass du die Schatten hierher gelockt hast, dann ist es nur gerecht, wenn du dich um sie kümmerst. Bin ich bereit, zum Wächter befördert zu werden? Lass mich überlegen. Du hast mich im Kampf besiegt. Das zeugt von deiner Kraft. Ich habe gehört, dass du einen Schattenlord getötet hast. Sehr beeindruckend, aber das alleine wird nicht reichen. Der Magier Ilva sagt, du hast dich hier im Lager nützlich gemacht. Du hast Mauritius Prüfung bestanden. Das ist ein Punkt, der für dich spricht. Du hast noch nicht genug für unsere Gemeinschaft getan, um befördert zu werden. Mach dich weiterhin nützlich im Lager. Dann klappt es vielleicht eine... Okay, genau deswegen wollte ich hier wieder hin, weil ich langsam mal befördert werden wollte. Und hier sicher... Ich stotter schon wieder. Und weil es hier sicherlich noch das ein oder andere zu tun gibt. Und das, ja, das wollen wir da mal machen. Ich frage mir immer die Brücke, ob wir da jetzt rein können. Ich glaube nämlich nicht. Tor ist schon mal zu. Da wurden wir, glaube ich, zum... Was, wir sind nicht Wächter, wir sind... Was sind wir denn überhaupt? Was ist die Vorstufe von Wächter? Ich habe schon wieder vergessen. Kadett, richtig. Wir sind Kadett. Pain. Können wir da nicht durch? Schießen? Nö. So, und hier sind wir ein paar Mal runtergesprungen und es hat total viel Spaß gemacht. Aber diesmal machen wir es lieber nicht. Diesmal sind wir ruhig. Ich habe schon wieder dieses Gefühl... Die Grafik. Das sieht so lustig. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme sieht. Das habe ich nur bei Risen 3. In manchen Orten. Da sieht das bei mir so ein bisschen aus wie... Ach, das sind die Lichtverhältnisse. Im Schatten wahrscheinlich und so, ja.
So, dann wollen wir mal schauen, wie wir das mit Maurizio, mit den Wasserstellen hinkriegen. Schauen wir mal, Taranis, wo sind wir denn? Hier ist Kila noch offen. Nee, danke. Wir sind gerade mal wieder auf Taranis. Und wenn wir hier befördert werden und so, dann machen wir weiter auf Kila. Aber das war da echt ein bisschen irgendwie... Da hab ich habe die ganze Zeit so gedacht, ach, Taranis, komm, das ist besser. Oder eine andere Insel erstmal. Wo wir noch nicht komplett fertig sind. Lombok möchte eine zarte Muschel, ein exquisiter Käse. Das könnten wir sonst auch mal machen. Aber das ist das eine. Das eine befindet sich nicht auf unserer Insel. Und das andere ist hier drin. In dem Gebäude, vor dem wir gerade vor verschlossener Tür standen. Okay. Und Wells will uns im Messerwerfen schlagen. Das kann er gerne versuchen. Wird er wahrscheinlich auch schaffen, aber ich werde speichern und das so lange machen, bis wir gewinnen. Lass uns Messer werfen. Alles klar. Alles klar. Los geht's. Alles klar. Haben wir ja letztens auch im Piratenlager gemacht. Im Piratenlager? Im Piratendorf? Ihr wisst schon. Wie hieß es denn? Auf Kila. Am Anfang der Insel, wo wir ankamen. 5 Punkte. Yeah. Mach's besser. Gönn mir doch meinen Sieg, ey. Mein Punkt. Nicht mein Sieg. Wenn man Fallout ist, wird das nie was. So, nicht zu weit nach. Aha, bitte, bitte. Ja! Ja! Das ja passieren. Haha. Ich versuche mal 25 Punkte zu machen. der macht 5, macht immer auf die 1 und wir machen immer auf die 5. Das wäre es natürlich, aber diesmal schaffen wir es nicht. Ich sehe es schon kommen. Ja! Verfluchter Mist! Ich weiß noch ganz am Anfang, wo ich das total verkackt habe, oder? Wie hieß es denn? Arm drücken, da war ich auch der totale Noob drin. Ich hab da ja nichts gebacken gekriegt. Okay, jetzt hat er auf die 3 getroffen. Wir versuchen nach wie vor auf die 5. Ich glaube, wir haben schon fast gewonnen. Ich glaube, der hat noch 2. Der kann höchstens... Sehr egal, wenn wir jetzt nur daneben werfen die ganze Zeit. Macht er höchstens Gleichstand. Nein, das wird jetzt keine 5. Aber eine 2. Mann, warum war ich so... Da freut er sich, okay. Überhol mich doch. Ich glaube, das ist schon sein letzter Wurf und dann kommt unser letzter. Oh, jetzt hat er 4. Wow. Die 5 ist da. Oh Gott, der geht. Egal. Das kommt, wenn man rumexperimentiert. Ich bin beeindruckt. Wir haben zwar nicht um Gold gewettet, aber hier, nimm das. Wer so einen Wurf drauf hat, soll nicht mit leeren Taschen gehen. Das muss belohnt werden, ne? Das sehe ich auch so. Da muss ich dir vollkommen recht geben, mein Lieber. So böse Blicke, Elva meint, das wäre mal praktisch ein Astral sich zu besitzen. Ich sollte mich auf die, nach dem Blick der Magie. Nergal im Keller, da sollte den Blick der Alchemisten haben. So, wasserfest. Salzwasser, reines Wasser, undefinierbare Brühe. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo wir das finden und ob wir da irgendwie Portale in der Nähe haben. Oh, im Totental, aber ich glaube, auf Taranis, das haben wir schon. Egal. Müssen wir da so oder so nochmal hin. Und wenn dann Schattenlord tatsächlich wieder ist, wie die gerade gesagt haben, dann ist das so. Wir sind ja nicht allein. You and I don't know. Hier sind wir. Hä? Was ist das für ein Schiff? Waren wir da schon drauf? Ach, ich glaube schon. Ja, da waren wir schon drauf. So, einmal auf die Karte. Ich habe schon wieder vergessen, wo das Ding jetzt war. Okay, wir müssen hier dran vorbei. So. Die Beeren nehme ich mal. Wir haben nämlich nichts mehr Proviant und so, aber wir haben Bones dabei. Der kann uns heilen, aber sonst sind wir richtig pleite. Ne, deswegen bin ich nämlich auch auf Taranis erstmal zurückgekehrt, weil wir haben richtig viel... Ein Titan? Lord? Verarschen? Alter, was ist das für eine Kacke? Wie kommt wir haben den auf Taranis schon. Auf einmal kommt er tatsächlich einfach so und genau da, wo gerade da, ausgerechnet da, wo wir hingehen, kommt gerade der Schattenlord. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Zack.
Jetzt kommt der Schattenlord. Jetzt kommt er, da kommt er. Oh Gott. Oh mein Gott. Heil mich, mach mich heil, mach mich nicht tot. Das ging daneben. Nein! Da geht das schon wieder los. Für alle, die sich an mein Best-of erinnern können. Das war doch auf Taranis, wo ich da bei dem Schattenlord ein zu viel gekriegt habe. Jetzt kommt da noch so ein dreckiger Sandteufel. Ist das... Oh, ich will dich nicht. Geh mir weg, Alter. Junge! Tot. Schattenlord. Des Hochmuts. Ist der jetzt wieder aufgetaucht oder ist das sein Comeback? Wow. Nice. Nice. Schattenzepter. Können wir damit auch kämpfen oder kann das nur er? Bestimmt nur er. Schau mal ins Inventar. Ich frage mich bis heute, warum ist das nicht nicht alphabetisch sortiert bei alles? Es ist so voll. Bestimmt bin ich schon wieder dran vorbeigerauscht. Schattenquarz. Was wir hier alles haben, ey. Schattenzepter, ich finde das gar nicht. Tch. Benutzbares, vielleicht bei Magie? Ne, bei Magie glaube ich nicht. Wir haben wieder Proviant ein bisschen, perfekt. Ja, bei Plünder wird das sein. Schattenzepter. Was wir hier alles für ein Krempel haben, ey. Okay, egal, weiter geht's. Weiter geradeaus, dann sind wir schon da. Ach, da vorne. Ach, da kommt noch so eine Krabbe. Und noch ein Sandteufel. Ja, ich lasse dich schon mal, ich keine Angst. Noch ein Schuss, aber der geht jetzt daneben. Nein, yay. Okay, der konzentriert sich gerade noch auf Bones, ne? Das ist praktisch. Da können wir ordentlich draufhauen. Und noch 33 Schuss. So, einmal Wasser nehmen. Sieht aus, als hätte hier jemand Salzwasser abgeschöpft. Wasserprobe entnehmen. Nummer 1. Direkt beim Magierlager haben wir ja auch ein Portal. Wie kommen wir am schnellsten zum nächsten? Das oder das? Ich nehme mal das. Ach, hier sind wir. Wo in dem Haus eine Leiche lag. Da kommen Erinnerungen hoch. Schwere traumatisierende. Oh, scheiß Kobolde. Die sind richtig heimtypisch. So. Ich glaube, für die Pistole werde ich mir wieder Munition holen, wenn die alle ist. Weil im Moment habe ich nicht mehr gerade. Die benutze ich echt gerne. So. Kommen wir so ins Tal der Toten. Ah, genau, hier war doch dieser eine verstörte Morrison. Dich gibt's noch. Dein kleines Pilzgeheimnis kostet dich. Sag mal, Keule, du willst doch keinen Bruder abziehen. Genau das hätte ich vor. Das kannst du dir sparen, habe eh nichts auf der Nase. Und das soll ich dir glauben? Jemand will mich berauben? Ha, verdammt, sag das doch gleich, Alter. Hier ist wohl besser, wenn du ab jetzt auf meine Kohlen aufpasst. So macht man Geld, Freunde. Morrison ist nicht... So macht man Geld. Perfekt. Genau, hier ging es ins Tal der Toten, ins Tal des Todes. Und das war auch... Das war eine harte Zeit. Das war eine sehr, sehr harte Zeit.
So, bin gespannt, ob jetzt hier wieder richtig viele Schergen sind. Das ist ewig dort, bis wir überhaupt in die Ecke kommen, wo der Titan dort war. Kann ich das mal genauer markieren? Na gut, wir müssen eigentlich einfach geradeaus durch. Bei diesem Piratenschiff damals auch schön lange aufgehalten. Oh Gott, ach du Scheiße, da sind immer noch Viecher. Aber vielleicht sind das nur Viecher, die wir damals nicht beseitigt haben. Okay. Oh, nee, ich habe keine Lust und keine Zeit auf die Kacke. Okay, da kommt er. What the fuck? Ich hasse die Viecher. Die sind, ich finde die fast noch heftiger als Titanlords. Kümmer dich doch mal um Bounce, okay, jetzt. Da können wir nämlich auch die Feuerbälle, würde ich sage ich mal, einfach richtig schön ausbreiten, so richtig BAM, so richtig schön aufladen und dann zieht das natürlich um einiges mehr. Was haben wir? Ein Schädel. Vielleicht taucht der nächste auf, ich sehe nichts. Oh Gott. Wir sind schon gleich da. Was liegt denn hier rum?